Auf unserem Heidecke-Channel erlebst du großartige Haartransformationen. Wie auch du in nur 2 Stunden ohne Schmerzen und sofort volles Haar bekommst, das zeige ich dir in diesem Video, also bleib dran. Mein Name ist Dominik Heidecke. Ich bin Juniorchef und selber Stylist hier bei Heidecke. Wir hier bei uns im Studio haben Lösungen für Männer und Frauen, die Haarprobleme haben. Wir bieten Custom-Made-Systeme an, speziell angefertigt für deine Haarsituation, aber auch Hey2Go, wenn du eine Zwischenlösung willst oder sofort ein Ergebnis benötigst. Nachfolgend in diesem Video wird erklärt, wie die weiteren Steps aussehen. Step 1 ist, der Kunde kommt zur Beratung. Entweder er erhält eine Online-Beratung von uns bei Heidecke oder er kommt persönlich zu uns nach Hamburg ins Studio. In dem Beratungsgespräch tauschen wir uns aus. Ich schaue mir deine aktuelle Haarsituation an und höre mir ganz genau an, welche Wunschfrisur du hast und welche Lösung du dir vorstellst. Wenn du dich nach unserem Beratungsgespräch für ein Haarteil entschieden hast, ist der weitere Step, dass wir entweder ein Custom-Made-System für dich anfertigen. Das würde heißen, dass ich einen Abdruck für dich fertige und eine Konfiguration mache. Die Lieferzeit wäre dann 3 bis 6 Monate. Oder du wählst ein Hey2Go aus. Bei der Hey2Go-Maßnahme ist es so, dass wir direkt hier vor Ort das passende Haarsystem für dich auswählen, führen dich in die Kabine zu deinem ausgewählten Stylisten, passen das Haarsystem an, schneiden es ein und dann hast du deine Transformation eigentlich schon hinter dir. Und das in nur 2 Stunden. Der Vorteil in unserem Haarsystem ist natürlich komplett schmerzfrei, du hast keinen chirurgischen Eingriff, du brauchst keine Medikamente mehr nehmen und du hast ein sofortiges Ergebnis. Ich hoffe, euch hat die Transformation in dem Fall mit Julian gefallen. Wenn du jetzt auch Lust verspürt hast, endlich volles Haar zu haben, ruf uns gerne an, schreib uns über unsere Kanäle an und wir finden für dich den Tag X für deine Transformation in nur 2 Stunden.